Viel zu lange mussten wir auf ein neues Pikmin warten. Der erste Teil erschien 2002 in Europa und war eines der ersten spielbaren Strategiespiele auf einer Konsole. Mit Pikmin 3 meldet sich die Reihe endlich wieder zurück auf der Wii U. Am Spielprinzip hat sich nicht viel getan. Man rennt mit seiner Figur durch die Gegend und gibt verschiedenen Arten von Pikmin Befehle, die sie dann auch prompt ausführen. Und ebenfalls wie früher ist auch weiterhin Ziel des Spiels, so viele Objekte wie möglich zu sammeln. Pikmin 3 war ursprünglich für Wii in Entwicklung und das sieht man auch. Es ist zwar optisch noch ansehnlich, aber es wäre weitaus mehr drin gewesen. Gesteuert wird es vorzugsweise mit Wiimote und Nunchuck. Das Gamepad kann ebenfalls zum Steuern verwendet werden, aber in beiden Fällen zeigt der Bildschirm des Gamepads nur eine Übersichtskarte an. Im Spiel selbst steuert man 4 Figuren gleichzeitig bzw. wechselt zwischen ihnen. Die ehemalige Hauptfigur Olimar konnte man jedoch nicht in der Demo spielen. Wie in Pikmin 2 gibt es wieder einen Multiplayer-Modus, jedoch weiterhin offline, da es Lag-Probleme gab beim Programmieren eines Online-Modus. Das Kampfsystem wurde stark überarbeitet, so kann man nun seitliche Rollen zum Ausweichen machen und große Gegner haben Punkte am Körper, an denen sie besonders verwundbar sind. Das Gameplay soll insgesamt eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten Teil sein, daher ein guter Mix aus Erkunden und Strategie. Prinzipiell kann gesagt werden, wer Pikmin liebte, wird Pikmin 3 lieben. Es ist größer, schöner und interessanter als die beiden Vorgänger. Pikmin 3 erscheint Anfang nächsten Jahres.